Und damit sage ich dann mal herzlich willkommen etwas früher als sonst zu Hardcore Colonization am Sonntag. Jawohl, es ist Nacht über dem Kerbin Space Center, aber wenn ich mal so rausgucke, habe ich erstmal alles zuhängen müssen. Also da drüben ist noch ein Fenster offen, weil die Sonne da schon weggewandert ist. Da drüben kommt sie irgendwann wieder. Da muss ich erstmal verdunkeln. Heute ist echt ein guter Tag. Auch wenn hier oben im Norden gerade irgendwie ein etwas steiferes Windchen weht. Die Südländer nennen es gerne auch Sturm. Jawohl, erstmal nicht vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Da sind wir noch nicht angekommen. Erstmal ein liebes Hallo an euch alle und ich hoffe, ihr hattet soweit eine tolle Woche und seid gut in euer Wochenende reingekommen. Habt vielleicht ein verlängertes Wochenende sogar, denn Dienstag haben wir ja alle den 500. Reformationstag. Ich habe eine ganze Woche frei und sag jetzt erstmal vielen lieben Dank an den Seagullskunk fürs Follow. Willkommen bei den Kerbonauten und dem einen oder anderen ist es vielleicht schon aufgefallen. Ich bin nicht größenwahnsinnig geworden. Wie ihr seht, da knapp über mir, wartet mal, da, ist ein Follower-Goal mit 29. Die möchte ich nicht heute im Stream zusammenbekommen, sondern das ist quasi ein Countdown auf die 1000 Follower. Denn wenn diese 29 Follower voll sind, sind es 1000 Twitch-Follower. Genau, das ist also ein Jubiläums-Countdown. So, und jetzt starten wir aber erstmal mit einem kurzen Hallo in die Runde an alle, die schon da sind zu dieser etwas ungewöhnlichen Zeit. Das sind der Neo, der Bierbauch EVB, der TJ Kerman, der Seagull natürlich, der auch schon sein Follow dagelassen hat, der Hammer-Ossi, der Himmel und Hölle, der Freedom Naht und der Fallen Wolf, der Cruiser-Lexer, der Femmler, der Bootby, der Jenksan, Starkwood und last but not least der Markus D. Und der Starkwood meint, er hat alle Tutorials von mir gesehen bei YouTube, danke dafür. Nein, ich bedanke mich. Schön, dass du dir das alles freiwillig angeguckt hast. Es tut mir leid, aber schön, wenn du was lernen konntest. So, oh Gott, Flagge. Nein, 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 nein. Ehrlich, jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Das ist ja unglaublich. Das wird langsam zu so einem Running Gag, dass ich meine Flagge da nicht hinbekomme. Es war eine scheiß Idee, eine andere Flagge für die Russen zu nehmen. So, welche Flagge meintet ihr nochmal? Nein, also bei mir passt das alles. Das muss ein Bug in eurem Stream gewesen sein. So, es gibt heute natürlich Kaffee, ist nachmittags. Ich finde es halt prinzipiell interessant, aber doch irgendwie moralisch verwerflich, um 14 Uhr irgendwas Alkohol zu trinken. In diesem Sinne erstmal leckeren Käffchen. Genau, also 29 Follower braucht es noch, als ich das aufgesetzt habe. Jetzt sind mittlerweile schon zwei dazugekommen. Was sagte ich? Zwei, drei sind's. Dankeschön, Starkwood, auch für dein Follow und willkommen bei den Kerbonauten. Nämlich Maggie Magu hat vor dem Streamstart schon ein Follow dagelassen. Jetzt ist der Seagull noch dazugekommen und der Starkwood. Und damit haben wir jetzt noch 26 Follows offen, bis es losgeht. Ich habe ein kleines Mod nachgereicht, das wollte ich euch noch sagen, bevor wir loslegen. Und zwar, wir hatten das ja jetzt erfolgreich getestet und ich möchte aber nicht jedes Mal, wenn wir eine Rakete starten, unbedingt diese Powered Landing machen. Deshalb habe ich Stage Recovery mal noch dazu genommen. Das heißt, das lässt uns die Möglichkeit offen, dass wir selber auch mal, wenn wir Bock drauf haben, eine Recovery selber fliegen können. Wir können aber im Regelfall einfach sagen, Stage Recovery sagt dann, das hat geklappt und gibt uns das Geld zurück, wenn unsere Stage entsprechend ausgestattet war, dass es funktioniert hätte. Ich hoffe, das ist ein fairer Trade für euch, denn wie gesagt, es heißt ja Hardcore Colonization und nicht Hardcore Stage Recovery. Und wenn ich mich recht entsinne, haben wir, nachdem wir mehr oder minder erfolgreich die erste Stage recovered haben, unsere frische, neue, verbesserte Falcon 9 im Orbit zurückgelassen. Und ja, es bleibt am Montag beim SpaceX Stream. Ich habe mal einen Kalendereintrag in den Kalender eingetragen, ab 20 Uhr. Ich prüfe das nochmal, ob das zeitlich richtig passt. Jack McGee, vielen lieben Dank auch für dein Follow und ganz herzlich willkommen. Und natürlich viel Spaß heute beim Stream und bei allen zukünftigen Streams. Ich prüfe das nochmal mit der Zeit. Das müsste aber mit Zeitumstellung jetzt genau hinhauen, dass wir um 20 Uhr anfangen. Dann sind wir so eine halbe Stunde vor dem Stream unterwegs. Ich suche noch eine Möglichkeit raus, wie ich das machen kann. Das ist hier schon wieder. Und dann gucken wir mal. Also wenn es blöd läuft, ist es dann relativ schnell vorbei, weil Wetter passt nicht, Rakete hat ein Problem, Start wird aus irgendwelchen Gründen abgebrochen. Wenn doch, haben wir einen gemeinsamen Launch, den wir gucken können. Und zwar auf Twitch aller Voraussicht nach. Steht aber auch alles im Kalender vom lieben Neo drin, den er da betreut.
Also da könnt ihr einfach reingucken. Da könnt ihr auch Neo fragen. Ich bin im Regelfall auch sehr vorbildlich, was das Pflegen von Terminen angeht. Jetzt sag es, Neo, sag es. So, das ist jetzt hier unsere Rakete mit Second Stage. So. Und die können wir jetzt noch auf die Annäherung zur Raumstation bringen. Mal gucken. Target haben wir schon, bevor wir uns von der Second Stage verabschieden. Ja, vielleicht nicht in 10 Sekunden, sondern in, weiß ich nicht, ein bisschen weiter weg. Target Position. Warte mal, Target ist hinter uns. Das heißt, wir müssen eh erstmal oben drüber, ne? Okay. Also ich würde jetzt mal eine Annäherung an die Raumstation probieren, wenn das für euch okay ist. Das ist ja die Idee hinter diesem Shuttle. Und das sollte ja schon irgendwie funktionieren. Aber wir haben noch 1052 Delta V. Ich vermute mal, dass das ganz knapp funktionieren wird. Im Moment müssten wir uns von der Raumstation entfernen, das ist korrekt. Oh ja, den verfrühten Termin für heute, den habe ich nicht mehr gerade glatt gezogen, weil das war auch so ein. Also bei uns ist heute halt verkaufsoffener Sonntag, deshalb muss meine liebe Frau arbeiten gehen. Und deshalb war mir ein bisschen langweilig, nachdem ich alles erledigt hatte, was meine liebe Frau mir aufgetragen hatte. Und dann habe ich gedacht, ich ziehe das einfach vor. Das war tatsächlich so eine spontane Aktion. Da habe ich dann auch nicht mehr gedacht, dass sich das noch lohnt, den Kalender anzupassen, weil jetzt eh keiner mehr reinguckt. So. Gut, ich würde sagen, kurzer Burn, dann gleich erstmal mit der Stage hier. Dann ziehen wir mit der Stage noch den Orbit groß. Dann koppeln wir diese Stage ab und schicken sie auf ihren Weg zurück, um zu landen. Letztlich und wir kümmern uns um eine Annäherung an die Raumstation. Das sollte, wie gesagt, relativ entspannt funktionieren. Und wir können dann auch, das war jetzt gar nicht geplant, dass das so gut funktioniert. Also ich habe jetzt keine Docking-Ports und so weiter mit dabei. Ich würde dann aber, wenn wir da oben sind, diesen Docking-Port einfach da lassen. Dann haben wir schon mal einen abgeliefert. Den können wir umbauen. Selbstbelohnung. nein. Ich hätte ja sowieso gestreamt. Ich habe dann einfach gedacht, ich fange mal eher an. Bot sich ja an, weil ich nichts mehr zu tun hatte. Ne? So, damit ist unser Orbit ein wenig drüber. Also nicht so generell drüber, sondern über dem anderen Orbit, dem der Raumstation. Dann machen wir das hier drüben auch noch. Zack. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir wollen auf jeden Fall bisschen höher sein als die Raumstation. Das sieht aber ganz gut aus. So, dann machen wir das hier noch. Machen jetzt ein ganz klassisches Warp-to-Next-Manöver. So, haben wir irgendwas zu beachten, dass hier bald jemand verhungert oder so? Nee, der Luis hat 74 Tage Dingensessen noch. Also dem geht's auch gut. Sehr schön. Dann können wir. Wird das tatsächlich unerwartet? Ein erster Testflug gleich zur Raumstation. Können wir ein bisschen Zeug da lassen. Können wir mal gucken, aber da hatte ich nichts reingepackt, meiner Meinung nach. Nicht soweit ich weiß, zumindest. Gut, dann haben wir in der Stage noch 599 Delta. Ach ja, locker. Die soll ja nun wieder Eintritt fliegen und wenn wir die Rakete abgekoppelt haben, hat die wahrscheinlich 2000 Delta V. Die kann wahrscheinlich eine Powered Landing machen, wenn sie es will. Muss sie jetzt aber nicht. So. Gut. Genau, und dann ist für euch noch eine gute Nachricht abzuliefern. Also am Dienstag habe ich mal freigeräumt. Am Dienstag hat meine Frau an Halloween Zeit eingefordert für, naja, so Zeit mit mir verbringen, was Frauen halt so haben wollen, Zeit. Was ich aber auch okay fand und habe deshalb den Real Solar System Stream auf den Mittwoch rübergesprungen. Der Emo Jack wird mit einer Bande anderer Leute mit Mudrunners einspringen. Es gibt also trotzdem Livestream zu gucken am Dienstag. Ihr werdet nicht verhungern, Twitch-mäßig. Und ich werde aber den Rest der Woche tagsüber, ich muss das noch ein bisschen irgendwie in meinem Kopf zurechtlegen, was ich jetzt genau mache, verschiedenste Streams machen. Vielleicht sogar thematisch immer mit dem gleichen. Wahrscheinlich nicht mit KSP, ich wollte auch mal irgendwie was anderes spielen. Denn ich habe die ganze Woche Urlaub und das kann euch ganz gut zugutekommen. Das heißt, es wird irgendwas tagsüber am Montag geben, irgendwas am Mittwoch, voraussichtlich am Donnerstag.
und vielleicht sogar nochmal am Freitag, wenn ich noch gute Laune habe und bis dahin nicht des Streamens komplett überdrüssig geworden bin. So, jetzt sollten wir uns der Space Station langsam annähern. Hier war sie doch eben. Da. Jawohl, 522 Kilometer Abstand haben wir noch. Wir kommen der Sache näher. Was wir jetzt machen ist, wir trennen uns davon, genau. So. So, das ist dann nämlich nicht mehr unser Problem. Und jetzt gehen wir hier aber mal rüber auf die andere Stage, die wir theoretisch kontrollieren können. Ja, das können wir, sehr gut. So, dann wird ein bisschen Schrott entsorgt. So, dass wir sie nicht in die Rakete reinschießen. Schwupp. Hui, knapp dran vorbei. Was hätte da schon schief gehen können? So, einmal dahin. So, und das Ding war ja auch für einen Wiedereintritt konzeptioniert. Weiß ich nicht. 4000, 1000, copy to other shoots, close. Und dann machen wir alles scharf. So. Arm, arm, arm. So. Alles schön scharf machen. Gut. Und dann können wir hier, guck mal, 1400 Delta V sind da noch drin, offiziell. Das ist irgendwie falsch rum. So. Und dann machen wir jetzt hier, na nü. Was ist denn da so ungleichgewichtig? Irgendwas ist nicht gut an der Rakete, aber ist auch egal. So, machen wir es halt schön vorsichtig. Wir bringen die jetzt einfach auf, naja, irgendwie sowas wie eine Wiedereintrittsgeschwindigkeit. So, 30 Kilometer klingt doch total vernünftig. So, und dann müsste das ja theoretisch funktionieren. Dann halten wir den Hitzeschild nach vorne und lassen das Ding hier mal sein. Seinen Kram machen. So, umschalten können wir jetzt nicht mehr. So geht auch nicht mehr. Das heißt, wir müssen es tatsächlich über die Map tun. Come on. Switch to. Dann müssten wir bei dem Trümmerteil sein und das dürfte noch relativ nah dran sein und dann können wir rüberschalten zum Raumschiff. So, und dann müssen wir gleich mal gucken. Ich denke mal, dass wir versuchen, vorne im Bereich des Sonnenscheins unseren Abfang zu machen. Und wenn das dann funktioniert, ich bin nicht an der Acceleration, danke. Wenn das dann funktioniert hat, haben wir eigentlich den schlimmsten Teil, nämlich das Shuttle zwischen Kerbin und der Raumstation, glaube ich, ganz gut hinkonzeptioniert bekommen. Zwar nicht wie ursprünglich geplant mit einem SSTO, das können wir später nochmal angehen, wenn wir da ein bisschen mehr Technologie für haben. Aber zumindest mal mit einer recoverbaren Rakete, so im Falcon 9 Stile, was ja den aktuellen Trends näher kommt, als irgendwelche SSTOs zu bauen. So, ich glaube, da müssen wir noch eine Runde drehen, weil so viel höher ist unser Orbit nicht als die Raumstation, dass sie aufholen kann. Also wenn jetzt noch nicht die Raumstation abfangen, kommt sicherlich überraschend für euch. Noch gar nicht so viel, Just. Erstmal hallo und willkommen. Und wir haben bisher nur so ein bisschen vorbereitet unseren Testflug mit dieser Falcon 9 Kapsel oder Falcon 9. Die es eigentlich nur in den Orbit schaffen sollte, aber es hat jetzt so gut funktioniert, dass ich tatsächlich willens bin, einen Anflug auf die Raumstation vorzubereiten. Jetzt müssen wir mal gucken, wenn wir hier noch nicht ganz. Okay, wir sollen nochmal rum. Alles klar. Bisschen muss er noch. Genau, und jetzt bereiten wir einen Anflug auf die Raumstation vor, um einfach auch mal zu testen, ob das soweit alles funktioniert und wir dann auch wieder zurückkommen. Wir haben 411 Meter pro Sekunde im Tank. Wir sind jetzt auf einem Orbit, der sehr nah an der Raumstation schon dran ist. So,
Jetzt muss man mal gucken. Falsche Richtung. So, ach, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Okay, so ungefähr an der Stelle. Und ein bisschen bremsen. Jawohl, das sieht gut aus. Gut, dann warpen wir da doch mal hin. Bis dahin passiert ja so viel nicht. Also, das ist unsere kleine Kapsel. Ich glaube, die ist erstmal vom Konzept her ganz cool. Da können wir dann insgesamt 7 Kerbals drin verbringen, wenn wir auch auf den Piloten verzichten. Mit einem Piloten dabei haben wir trotzdem noch Transportkapazitäten für 6 Passagiere. Das ist, denke ich mal, gar nicht so übel. Und Live-Support für eine Person für relativ lange Zeit sogar und Habitation. Aber auf jeden Fall reicht es für Zubringerflüge. Jetzt müssen wir gleich mal unser total tolles Antriebssystem aktivieren. Das ist natürlich monopropellant basierend, because of. Weiß ich gar nicht, was der gedankliche Grund dahinter war. Ich glaube, ich fand es einfach eine tolle Idee. Muss ja nicht immer alles eine große Begründung haben. Ne? Man kann ja Sachen manchmal auch einfach so machen. So, und wenn ich das richtig sehe, ja, noch 25 Follows. Dann haben wir die 1000 voll. Noch 25 Follows. Mal gucken, ob wir das mit intensivem Stream und morgen SpaceX-Webcast sind ja dann noch 2 Tage, 3 Tage, wenn man heute noch mitrechnet. Da könnte noch was gehen. Vielleicht klappt das ja noch in diesem Jahr. Diesem Jahr, in diesem Monat. Also in diesem Jahr bin ich mir ziemlich sicher, außer ihr lauft alle weg. Hopp. So kann man das lassen. 8,0 Kilometer. Und ich würde sagen, auch dort warpen wir jetzt mal hin. So, und dann ist die Frage, was wir als nächstes machen. Also erstmal werden wir diesen Dockingport dort auf jeden Fall abliefern. Das ist jetzt die neue Testmission geworden unseres Raumschiffes. Einen Dockingport abliefern. So, wir haben noch 5 Minuten bis zu der Stelle. Ach ja, die Länge, genau. So, das war relativ kompakt dann auch im Fairing und solche Geschichten. Ne? Das war so ein bisschen die Motivation. Ja, das klingt sinnvoll. Jetzt, wo ihr das so sagt, klingt das so, als ob ich das behauptet hätten könnte. Konnten können, hätte können. Hätte behauptet haben können. Ein Satz, ein deutscher Satz, er ist geboren. So, ich bremse mal. Völlig unspektakulärer Antrieb. Aber er tut, was er soll. Uns antreiben. So, stimmt, es sollte der Dragon Capsule so ein bisschen ähneln. Ja. Ja, ich erinnere mich. Ist halt auch schon ein paar Tage her wieder. Ich werde ja nicht jünger, ne? Also ich finde, der Dragon Capsule ähnelt schon mal ganz gut. Jetzt muss es nur noch ankommen. So. Jetzt gehen wir mal in Richtung Target. Wir wollen ja da auch wirklich hinfliegen. Nachdem wir jetzt so schön abgebremst haben. Und beschleunigen mal ein bisschen in Richtung Target. Huch, irgendwas wird da gerade heiß. Okay, beim Lenken wird unser Heat Shield heiß. Habe ich das richtig gesehen? Ja, das nicht mehr. Gut, dass wir hier schon einen exzessiven Testflug machen.
Also bei Vollgas hatte ich so das Gefühl, dass gerade irgendwie das Heat Shield kurz Anflüge von Gefühlen hatte. So, da ist noch Monopropellant drin. Da ist noch Monopropellant drin. Sehr schön. Okay. Gut, dann nähern wir uns der Sache mal an. Ach Gottchen. Na gut, da müssen wir noch ein bisschen nachsteuern. Eine saubere Annäherung hinbekommen. Okay, also wir sind doch noch auf einer sehr interessanten anderen Flugbahn irgendwie. Also auf jeden Fall haben wir ziemlich viel Drift drin. Zu unserem Ziel. Ich würde das jetzt mal versuchen mit Geschwindigkeit zu überbrücken, damit wir nicht ganz so oft nachkorrigieren müssen. Das sieht ganz gut aus. Jetzt kommen wir der Sache näher. So, jetzt korrigiere ich ihn nochmal. Ja, da war er wieder. Irgendwas nimmt da Hitze auf. Sehr interessant. Aber gut, es explodiert erstmal nicht, das ist gut. Hitzeschild, der explodiert, wäre ziemlich peinlich, so vor dem Wiedereintritt. Also gut, ist auch peinlich, wenn der beim Wiedereintritt explodiert, habe ich gehört. Das soll auch nicht so besonders gut ankommen. So, 3 Komma. Jetzt hat sie geladen, die Raumstation. Das hat man ganz gut an dem Leck gemerkt. So, jetzt gucken wir mal, dass wir wirklich eine Korrektur machen. Damit wir in Richtung der Raumstation fliegen. So, wir haben noch 300 Delta V zur Verfügung. Das sieht jetzt alles super knapp aus, aber ich glaube, es ist gar nicht so wild. So, wo stehen wir jetzt? Wir kommen der Sache näher. Okay. Das sieht doch ganz gut aus. Jetzt gehe ich schon mal retro, damit wir gleich ein bisschen bremsen können. Juhu, 20 Meter haben wir abzubremsen, dann haben wir noch 270 Delta V, dann suchen wir uns eine hübsche Stelle zum Andocken. Beziehungsweise gibt es gar keine hübsche Stelle zum Andocken, sondern zum daneben parken. Und dann holen wir den verrückten Ingenieur mal raus. Ja, wenn ich das geahnt hätte, hätte ich Dockingports gleich mitnehmen können, dass das hier alles so gut funktioniert. Da kann ja keiner mit rechnen, dass Dinge mal auf Anhieb funktionieren. So. Licht an für die Kontrollen, damit man auch im Cockpit sieht, was man tut. Und wir beginnen zu bremsen, da wir noch 400 Meter haben. So. Können wir nämlich schon mal eine Andockstelle für unser Shuttle vorbereiten. Und wahrscheinlich können wir das am besten auf der anderen Seite machen. Da ist ja jetzt eine Wohnkabine frei, die exakt die Größe hätte, um so ein Dockingboard aufzunehmen. Das heißt, die Stelle sollten wir mal anpeilen, um dort in der Nähe unsere Parking Position einzunehmen. Schön. Natürlich machen wir das wieder im Dunkeln, damit es für euch nicht zu viel zu sehen gibt. Ich schrieb gleich ein bisschen den Regler hoch für Helligkeit, damit ihr etwas intensiver daran teilhaben könnt, was hier so passiert. So, ich denke mal, so kann man gut was erkennen im Stream. Zumindest sieht es in meinem Aufnahmefenster gut aus. Gebt mir da gerne Feedback zu, wenn es, vor allen Dingen, wenn es nicht so sein sollte. Wartet mal, ich sitze auf dem falschen Stuhl. Was ist los bei dir? Warum sitzt du nicht auf deinem Pilotenstuhl? Okay, haben wir irgendwas? Ah! Eine Kamera? Nö, ne? Irgendwas, Freunde? Das ist so toll. Toll!
Na gut. Dann keine IVA an sich. Dann drehen wir dich nur auf die richtige Höhe, damit ich weiß, was ich hier tue. Zip. Oh, wir könnten dich. Oh, wir machen es so. Passt auf. Lock. So, ich lock das jetzt nämlich auf Flugrichtung. Zip. So ist auch cool. Guck mal, heute machen wir mal so einen Anflug. Was haltet ihr davon? So, retract all solar. Und los geht's. Endannäherung. An die Raumstation. So, da seht ihr schon das Shuttle parken, das potenziell Leute wiederum verlegen kann an eine andere Station. Schon mal bremsen. Scherz am Rande. So. Das sieht doch schön aus. Ja, Funkkontakt zur Station scheint auch schon hergestellt worden zu sein. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Ja, und dann, wie gesagt, dann ist die Frage, was machen wir als nächstes? Ich glaube, die Minmus-Geschichten werden dann spannend, damit wir unsere Tankstelle in Betrieb bekommen. Also sprich die Erweiterung des Orbitalmoduls und ein Gefährt, was von unten Sprit nach oben bringen kann. Und natürlich auch Leute. Das ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher für Minmus. So, jetzt mal gucken. Oh shit, diese Dinger sind nicht sauber. Oh, das ist noch ein Fehler, den ich korrigieren muss. Im. In unserer Kapselkonfiguration. Das ist nämlich nicht schön, dass die beim Steuern mitarbeiten, meine ich, falls es gerade keinem aufgefallen ist. Mir ist es gerade leider aufgefallen. So. Sind wir hier? Schwupp. RC ist wieder an. Ein bisschen darüber und natürlich noch ein bisschen ran und ein bisschen runter. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. So. Jetzt gerade mal so diese ganzen Bewegungen. Oh nein, das ist gut. Nicht machen während ich. So, jetzt müssten wir eigentlich hier mit der Nase knapp davor sitzen. Jawohl. Gut, jetzt müssen wir noch einmal gucken, dass wir den Rest Bewegung einfach kurz neutralisieren. Ja, zack, zack. Das müsste gut genug sein, dass wir hier nirgendwo mit hoher Geschwindigkeit reindengeln. So, guck mal, da hinten ist sogar der Mond gerade kurz zu erkennen. So, SRS an. Gut, und dann können wir uns jetzt den Ingenieur schnappen und uns den ersten Dockingport installieren. Haha, sehr schön. Ach, diese Strommistkacke, ne? Wir müssen hier unbedingt mehr Batterien hinbringen. Unbedingt. Das ist echt ärgerlich. Ja gut, kommt die gute Nachricht. Wir müssen das jetzt kurz abwarten. Also ganz gestoppt habe ich ihn nicht, ne? So. RCS, bisschen nach oben, bisschen zurück. So. Gut, wie lange bis Licht? Ja, ein bisschen schon noch.
Okay. Ich bleib mal bei dem Raumschiff, dass ich reagieren kann, falls er hier irgendwie doch noch ein ungewolltes Docking-Manöver hinlegt. Wie er sich langsam ranschleicht, ne? So, Freundchen. So nicht. Naja, Solarzellen ranschrauben ist ja ist auch ein Thema wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch ein Thema, weil ich jetzt mittlerweile größere habe, um schneller aufzuladen. Trotzdem brauche ich aber vor allen Dingen auch Speicherkapazitäten für die Nacht, die mich da durchbringen. Das ist gerade ein bisschen ärgerlich. So, jetzt aber mal kurz wieder ins Sonnenlicht, damit die Fraggles alle wieder ein bisschen fröhlicher sind, was ihr Wetter angeht. Yay, alle sind wieder glücklich. So, du bist nur so semi-glücklich, sehe ich gerade. Weil du schon wieder irgendwo rumturnst. So, das reicht aber. Jetzt aber. So, Hastur, mein Freund. Nukularstrom wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Wo ist hast du? Hast du es da? Hast du jetzt ein Schraubenzieherchen mit dabei? Sehr schön. Dann kann hast du jetzt mal arbeiten gehen. So, ich glaube, ich kann aber das hier jetzt wieder ein bisschen zurückdrehen, damit ihr nicht alle irgendwie optisch weggeschmolzen werdet. Gut, also. Ingenieur in Position. Sehr gut. Dann rüber hier. Zack. Zack. Ausrichten. Kamera locken. Damit ich mich gut orientieren kann. So, und wäre jetzt so nah ran, dass ich einfach mit dem Ingenieur direkt das Näske machen kann. So, und ich denke, das können wir so ganz gut faken, weil das auf der anderen Seite liegt. Wenn ich auf den Dockingport hier zufliege, fliege ich sinnigerweise auch auf die Dings zu. Sehr schön. Bremsen wir das noch auf ein Niveau, das mir genug Zeit gibt zu arbeiten. Sehr schön, ich glaube, das sollte reichen. So, und dann können wir hier nämlich einfach das Ding hier nehmen. Zack. Und hier drüben anbauen. Voila! Ein Dockingport. Sehr gut. Das war's auch schon. Du-du-du-du-du-du. Tranquility Base here. The Eagle has landed. X2Tech, vielen lieben Dank für die Subscription. 2 Monate in Folge. Weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. Und die Frage kam, was treiben wir denn heute noch? Wir werden wahrscheinlich die Minmus-Raumstationskapazitäten und die Möglichkeit, Sprit von dort an die Raumstation zu bringen, etwas erweitern. Gehe ich jetzt zumindest von aus, weil wir haben noch ein bisschen Zeit, bis unsere Mars-Erkundungsmission ankommt. Und die sollten wir nutzen. Ah, und wir können uns die nächsten Mars-Startfenster schon mal auf den Schirm nehmen, dass wir da vorbereitet sind. Ja, und dann ist eigentlich irgendwann mal, also die Minmus-Tankstelle ist ja so der nächste Schritt für interplanetares Reisen. Und dann kommen wir so langsam an den Punkt, wo wir eine Mars-Mission, also eine Duna-Mission vorbereiten müssen. So, das haben wir. Der ist dann jetzt hiermit. Ah, wir können mal kurz selber aussteigen und gucken, ob wir doch noch was im Safe mitgenommen haben. Aber ich meine nicht. Ich meine nicht. Genau, weil das war ja alles nur ein Testflug. Dann kannst du auch wieder rein. Gut, und kannst auch genau das tun. Für deinen Testflug möchte ich erstmal wieder von der Raumstation entfernen. So.
So, den landen wir gleich. Vorher wird hier aber das Shuttle endlich mal an die Stelle gedockt, wo es eigentlich hin soll. Zack. Sitzt da einer drin? Ja, Jebediah ist drin. Ein bisschen wenig Strom, aber das können wir gleich klären. Sehr schön. So, hat auch gleich den richtigen Impuls, nämlich sich in die Sonne zu drehen, aber brauchst du nicht. So. Open. Control from here. Und dann würden wir gerne mal ein bisschen Abstand gewinnen von der ganzen Geschichte. Hover Rover für Eve wäre auch nicht schlecht, ja? Oh. Hallo Schnorpel, Proto-Ingenieur der Ingenieure, Ausbilder der Herzen. Ja, was soll ich sagen? Ich habe ein bisschen eher angefangen, das stimmt schon. So, jetzt fliegen wir einfach mal da oben rüber. Das geht wahrscheinlich jetzt am schnellsten und am einfachsten. So, und währenddessen können wir uns auch mal die Taschen füllen. Halt. So, RCS an und los. So, dann nach links kippen, drehen und Nase runter. Jawohl, ach, das fliegt sich aber schön, das Shuttle. Sieht nicht so aus, als wäre viel passiert bisher. Nee, nö, nö, nö. So richtig viel ist nicht passiert. Wir haben unser Testflugobjekt, also diese Falcon 9-Kapsel, tatsächlich jetzt mal an die, oder ich habe die gerade an die Basis rangebracht, weil das überraschend gut geklappt hat mit dem Teststart. Und jetzt docke ich das Shuttle um, weil an der Testkapsel war ja. War ja ein Dockingport mit dran. Das heißt, ich kann jetzt gerade das Shuttle ein bisschen umdocken. Auf den richtigen Dockingport. Ach nee, das machen wir noch nicht. Noch fliegen wir mal in normal. So. Ich glaube, wir können jetzt einfach erstmal ein bisschen bremsen. Du trinkst heute einen auf uns, X to the CH. Vielen, ja, viel Prost, ne? Und nochmal danke für ein Abo. Und vergiss nicht, deinen Kürbel-Smiley zu benutzen. Dafür ist er da. So, jetzt einmal mit dem Näske darüber. Schon ganz gut. Bisschen runter. So. Dann driften wir da schon mal dran vorbei. Sehr schön. Na, noch nicht ganz. Ach, alle übrigens, die es gestern nicht geschafft haben, beim Cookie reinzugucken. Haha, ungewollter Wortwitz. Er hatte eine unbemannte Mondlandung probiert, soweit ich das mitbekommen habe. Die lief nicht so gut aufgrund von etwas schnellem Bodenkontakt, also mit irgendwie über 100 Meter pro Sekunde. Das war ein bisschen ungesund. Danach hat er dann die
bemannte Fly-by-Mission nochmal probiere. Das ist so ziemlich ähnlich ausgegangen zu dem, wie es das letzte Mal ausgegangen ist. Ist nämlich in der Mitte durchgebrochen im Aufstieg. Und jetzt mal kurz das Ding hier stabil bekommen. So. Und dann hat er nochmal eine unbemannte Mondlandung probiert. Die hat dann funktioniert. Und ich glaube, dann war auch Schluss, wenn mich recht entsinne. So. Gut, wir kommen der Sache jetzt näher. 7,5 Meter. So, wir gehen jetzt, wie gesagt, über den richtigen Undock-Port, so wie es eigentlich gedacht ist. Den haben wir uns ja jetzt geklaut von der Testkapsel da hinten. Die nächste Kapsel, die hier irgendwelche Versorgungsflüge oder so macht, die kann sich dann mal mental darauf vorbereiten, tatsächlich ein paar Docking-Ports mitzubringen. So, jetzt gucken wir kurz, dass das Shuttle hier sich sauber den Docking-Port auch schnappt. Sieht doch alles gar nicht so übel aus. So, na, wo rollst du hin? Wo rollst du hin? Dö, dö, dö. Wie Xavier schon sang. Der alte Undock-Profi. Okay, ich glaube, er hat ihn. Ja. Da blinkert auch irgendwas ganz komisch. So, ich lasse ihn jetzt einfach hier mal. Ja, sein Akt des Andockens vollziehen. So, Shuttle ist jetzt an der Rampe angedockt, wo es eigentlich angedockt sein soll. Das da können wir dann direkt mal noch entsorgen, wenn wir schon mal hier sind. Okay, ist auch equipped. Sehr schön, dann kommen wir raus und dann bringen wir unseren Testflug nach Hause und können hinter das Thema Zubringer zur Raumstation mit bis zu 6 Passagieren und ein bisschen Fracht ein Häkchen machen, würde ich sagen. Essen kriegen die ja hier größtenteils zumindest selber produziert und wir sollten im nächsten Flug wahrscheinlich mal etwas umfangreichere Solarpaneele mitnehmen. Also die großen Dinger halt. Ich glaube, das macht total Sinn. Für jetzt reicht's aber erstmal so, wie es ist. Na? Noch nicht nah genug. Jetzt aber bestimmt, oder? Jawohl. Ah, das war eine schlechte Idee. Gedrückt halten ist das große Geheimnis. So. Dockingport einkassiert. Und bis auf Weiteres werde ich den jetzt erstmal da drüben wieder anbauen. Achso, da ist ja schon einer dran. Bis auf Weiteres werde ich den einfach exakt hier an dieser Wohnkuppel anbauen, because of erstmal loswerden. Wer weiß, wofür man ihn nochmal braucht, ne? Wir kennen das ja alle. Irgendwann bricht mal wieder irgendwo irgendwas ab. Und dann ärgert man sich, wenn man keinen Dockingport zur Hand hat. So. Das Schöne ist, wir können dann hier drüben jetzt die Solarpaneele gleich wieder aufklappen, die zwei, die ich zugemacht habe. So. Ich werde, gut, dass die Frage kommt, Schnorpel, ich werde Patreon, da kommt noch eine Ankündigung am 30. oder 31., also Montag oder Dienstag, das Patreon zum Ende Dezember werde ich das einstellen. Das heißt, bitte, 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 deshalb habe ich es auch überall rausgenommen, wo es verlinkt war. Bitte keine neuen Sachen mehr machen. Wer das noch macht, und deshalb läuft es noch bis Ende des Jahres, da gab es nämlich auch ein Perk, wo man zu Weihnachten noch eine Weihnachtskarte von mir kriegt. Und diejenigen, die das genommen haben, sollen natürlich noch eine faire Chance haben, ihre Weihnachtskarte zu bekommen. Zum Ende des Jahres deaktiviere ich das dann. Also
Es gibt ja hier jetzt genug Möglichkeiten, das hat sich ja mittlerweile bei Twitch ganz gut eingelebt. Man kann hier, wenn man regelmäßig unterstützen möchte, ein Abo dalassen. Wenn man mikrotransaction-mäßig ein paar Cents dalassen will, kann man das mit den Bits tun. Und wenn man sagt, ach, ich möchte mal wirklich was spenden, gibt es das ja die ganz normalen, wie heißen die, Twitch-Donations, Stream-Labels. Das heißt, hier ist eigentlich alles an einer Stelle und ich möchte einfach ungern das über so viele Plattformen verteilen, sondern ich zentriere das jetzt hier und das soll auch die Möglichkeit geben, dass die, die sonst jetzt sagen, oh, Patreon, das fand ich ein bisschen schade, die kommen halt hierher und wenn sie hier kein Abo dalassen, müssen sie Werbung gucken, weil ich das bei Twitch nicht ausschalten kann. Und dann sage ich lieber, dann lasst hier ein Abo da, statt der Patreon-Unterstützung und genießt auch das werbefreie Gucken.